Herzlich willkommen zurück bei Jo's Easy Kitchen. Ich wünsche euch natürlich ein frohes neues Jahr. Endlich geht's wieder los. Wir haben einiges dieses Jahr geplant, dazu im nächsten Video. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit einem extrem geilen, schnellen Klassiker. Oder was heißt Klassiker? Maultasche. Maultasche, einen Topf. Deswegen starten wir jetzt einfach mal. Wir haben hier Maultasche, oder wie im Schwabeländle heißt es auch Herrgottsbscheißerle. Gruß geht raus an die Schwabin. Und das sind die vom Metzger, von daheim. Und das sind die besten. Natürlich erstmal dran riechen. Fokus. Lecker. So. Ne, das sind auf jeden Fall mega geile. Mega geile Maultasche. Machen wir 6 Stück. Da können wir morgen auch noch davon essen. Ich habe hier eine Pfanne für die Maultasche, einen Topf fürs Gemüse. Und jetzt machen wir erstmal die Pfanne heiß. Und dann geht's los. Schneide ich erstmal die. Alter, ich will die ganze Zeit Bratkartoffeln sagen. Die Maultasche. Warum Bratkartoffeln, Alter? Ich weiß es doch. Die Maultaschen schneide ich jetzt erstmal in schöne dünne Streifen. Je dünner, desto eigentlich fast besser. Gebratene Maultaschen, ich schwöre es euch. Also jeder, der noch nicht gebratene Maultaschen in seinem Leben gegessen hat, muss auf jeden Fall mal das essen. So, jetzt haben wir unsere Maultasche geschnitten. Ein Bild für die Ewigkeit. Kleine Johannes und seine Maultasche. Ja, machen wir kurz die Maultasche. Machen wir geschwind auf den Teller rüber. Nächster Punkt, Skmias. In jedem guten Rezept darf natürlich nicht die Zwiebel und der Knobi fehlen. Deswegen machen wir uns jetzt kurz hier ein paar Zwiebelwürfel. So, und ganz schöne feine Würfel jetzt raus. Jetzt machen wir den zweiten auch. So, zack, zack. Ich merke, dass die Pfanne jetzt endlich heiß ist. Das ist auf jeden Fall schön. Haben wir schon mal die ersten paar Maultaschen rein. Das können wir ruhig noch zweimal machen. Jetzt mache ich den zweiten Topf an. Da habe ich auch schon ein bisschen Öl drin. Ich hoffe, man versteht mich natürlich noch wegen dem Öl in der anderen Pfanne. Wir haben jetzt unsere Zwiebeln hier klein gehackt. Das sollte für den Anfang auf jeden Fall passen. Mache ich noch, obala. Mache mir noch schön meinen Knoblauch dazu. Kurz schön klein machen. So, das schön da damit dazu. Und dann können wir schon anfangen mit dem restlichen Gemüse. Schauen wir mal kurz da. Die brennen relativ schnell rein bei mir. Seht ihr hier? Das ist hier schon so. Ja, richtig schön kross, womit sie aussehen. Maultasche, ein Topf. So, und weiter geht's im Karton. Den Lauch mache ich hier unten weg. Hier oben ist schon ein bisschen was weg. Oder mache ich ein bisschen mehr weg. So, dann mache ich mir noch die erste Schicht weg. So, einmal den Lauch halbieren. Mit lauwarmem Wasser, dann löst sich am besten der Dreck. So, Lauch ist fertig. Ist auch ein Zwiebelgewürz, ist auch ein Zwiebelgewächs, deswegen kann man das da dazu machen. Das kurz anbraten. Dann natürlich auch immer schauen, dass die zugebracht werden. Mach ein bisschen Öl dazu. Jetzt geht's weiter. Dann mache ich die erste Furie. Furie. Die erste Furie ist fertig. Die ist jetzt schön heiß. Bisschen Öl nachschütten. Und die restlichen Kartoffeln. Und die restlichen Maultaschen mit rein natürlich. Karotten, die Enden abschneiden. Zack, zack. Die Karotten schön schälen. Ist natürlich immer wichtig, immer wieder mal umzurühren, natürlich wegen den Maultaschen, dass sie nicht zu schwarz werden. Gerade hier, ich bin ein bisschen in Zeitverzögerung, aber ist nicht so schlimm. Ihr müsst euch da nicht so schicken, ich mache das jetzt auf 2 Touren auch. Ansonsten wäre das eigentlich gar nicht so ein extremer Stress. Und dann die Karotten, schön raspeln. Aufpassen natürlich auf die Finger, also es geht schnell, mal sich da den Finger dann ein Loch reinzujagen. Die sind fertig, Achtung, dann hier mit rein. Die runter von der Platte. Und jetzt geht es daran, den Brokkoli zu schneiden. Dafür nehme ich am besten ein kleines Messer. Die meisten machen Brokkoli, dass sie den vorkochen oder sonst irgendwas. Ich denke mir so, yo, warum den Heckmeck? Man muss das meistens eh immer klein schneiden, deswegen mache ich es gleich klein. Dadurch, dass ich es gleich klein mache, muss ich den nicht kochen, sondern der gar auch so, wenn du es anbraten. Also ich brate mir den auch gerne so in der Pfanne an, da habe ich keinen Stress mehr, immer den Brokkoli zu garen. Das reicht schon so kleine Röschen, das geht auch viel, viel schneller. Ich habe da jetzt auch nicht mehr viel Öl reingemacht, aber das Ganze gewürzt. Ich habe hier ein Meersalz, da könnt ihr echt ganz gut was dran machen. Es ist viel Gemüse, viel Flüssigkeit darin, deswegen kann man da auch gut an was an Gewürz dran machen. Also merkt es euch, wenn es sehr flüssighaltige oder sehr flüssige Lebensmittel bearbeitet, könnt ihr echt gerne gut ran würzen. Jetzt die Geheimzutat von dem Ganzen. Die Geheimzutat von dem Ganzen ist ganz viel Currypulver. Könnt ihr, seht ihr, könnt ihr richtig schön reinballern.
sollte auch nachher eine schöne gelbe Farbe bekommen. Und es gibt nochmal richtig geilen Geschmack dran. Dann habe ich hier noch einen Schmand. Könnt ihr natürlich auch Sahne nehmen, aber ich bevorzuge das Schmand. Nehme ich einen guten Löffel. Also müsst ihr auch bedenken, ich koche gerade auch für 3 Leute, fast 4 Leute eigentlich. Wenn ihr das genaue Rezept für gerade eine Person haben möchtet, schreibe ich euch gerne das natürlich unten in die Beschreibung. Dann schmeiß ich die schön die Maultaschen damit rein. So. Ui, so, guckt ihr das an. Deliziös AF. Schön vermengen. Nochmal kurz eine Minute stehen lassen, dass nochmal alles schön heiß wird. Und dann ist das Ganze eigentlich schon fertig. Also ihr seht, mega simpel, ihr braucht einfach nur fertige Maultaschen. Wenn ihr Bock mal habt auf ein richtiges Maultaschenvideo, wie man Maultaschen von selber macht, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Essen wieder. Also, ich habe euch jetzt gezeigt, wie man eigentlich übel simpel was richtig Geiles zaubern kann. Natürlich, lasst uns das kurz mal probieren. Das ist mir natürlich eine gute Gabel. Ich hoffe, ich verbrenne mich nicht. Meine Maultasche. So geil. Nice. Ohne Witz, ich habe richtig Bock, da noch mehr davon zu essen. Yannick zeigt mir schon den Mittelfinger, weil er gerade selber probieren möchte. Leute, es kann sein, dass genau jetzt, davor oder danach, ein Video online kommt, denn Yannick und ich haben mit Simon von Open Mind zusammen ein richtig geiles Video gedreht. 10 Arten von Drogenkonsumenten. Ich weiß, das hört sich jetzt komisch an. Das ist alles schauspielerisch dargestellt. Macht euch bitte keine Gedanken um mich. Alles ist gut. Ich esse nur gerne und koche gerne. Ich würde es euch am Ende rechts... rechts... rechts verlinken. Mich würde es freuen, wenn ihr da vorbeischaut und einfach schreibt einfach mal Hashtag Easy Kitchen oder sowas, dass ich mal sehe, wer von meinen Leuten auch so ein bisschen da unterwegs ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn du bis zum Ende geblieben bist. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche gibt es ein kleines Ankündigungsvideo, weil sich jetzt sehr, sehr viel wieder tun wird. Ich weiß, ich erzähle viel, aber dieses Mal werde ich ein bisschen mehr erzählen. Und ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Video. Einen guten Tag.